Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's ein kleines Infovideo und zwar möchte ich euch was wirklich Interessantes zeigen. Und zwar, wenn ich hier auf die Transferliste gehe, dann werden jetzt hier gleich drei Spieler kommen, die ich für viele Coins verkauft habe. Und zwar sind das diese drei Spieler, Adams, dann dieser Etienne Junior und Hall. Hall habe ich einfach mal für 11.000 Coins verkauft und das Ganze ist im Stream passiert und ich möchte euch jetzt erklären, wieso diese Spieler gerade so viel wert sind. Ich meine, die müssten ja eigentlich Abschlusspreis wert sein. Die haben jetzt keine besonderen Werte, nicht irgendwie solche Werte oder irgendwie so eine Nation oder irgendwas, dass die jetzt über, zumindest halt der Silberspieler, dass der jetzt eben über 10.000 Münzen wert ist. Das ist einfach nur unfassbar und zwar möchte ich euch das zeigen. Und zwar bei den Squad Building Challenges gibt es hier die Squad Building Challenge Top Partien und da müsst ihr jetzt einfach nur wirklich jede einzelne Mannschaft in eurem Verein abgehen. Ich habe das natürlich schon gemacht, eben im Stream live diese drei Spieler gefunden und da habe ich einfach mal über 16.000 Coins einfach so aus meinem Verein herausgeschöpft, sage ich einfach mal, weil diese Spieler einfach sau viel wert sind. Also geht ihr jetzt in euren Verein und geht jeden einzelnen Verein von hier ab, also Middlesbrough bis zu den Whitecaps FC, das macht ihr jetzt bitte einfach mal und dann, ja, dankt mir später, Jungs. Das ist einfach nur unglaublich, was ihr da für einen Gewinn rausholen könnt. Die Spieler sind einfach durch diese Squad Building Challenges im Preis teilweise über 5.000 bis 10.000 Münzen wert. Ja gesehen, Hall habe ich für 11.000 Coins verkauft, der war sogar 12.000 Coins wert, nur ich wollte direkt die Coins haben und da habe ich einfach Hall für 11.000 Münzen verkauft. Das ist wirklich unglaublich, also schaut mal in euren Verein rein und verkauft wirklich die Spieler von diesen Vereinen. Ich wünsche euch da viel Glück, dass ihr da vielleicht Spieler im Verein habt. Und in den nächsten Sekunden ist die Aufnahme einfach mal so verkackt, dass ich die Abmoderation jetzt nochmal hier mache. Ja, ich möchte mich einfach nur bedanken fürs Zusehen und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!